Es war ein erbauendes Gefühl, die Polizeiarbeit mal den anderen zu überlassen. Wir genossen den Urlaub in vollen Zügen, kippten hübsch dekorierte Drinks, nützten intensivst die Spezialitäten des lokalen Escort-Service, inhalierten starken Tobak im Champagner-Jacuzzi und frönten einfach dem Dolce Vita des Orients. Bis ein ungeliebter Signalton die Seifenblase unserer Idylle platzen ließ. Es war das Geheimtelefon, an der Strippe war der Boss und ob wir wollten oder nicht, ein übler Fall klopfte ans Türchen. Ja, hallo? Ah, Boss. Was gibt's? Verstehe. Naja, kann man nichts machen. Okay, wird gemacht. Naja, Partner, Urlaub leider zu Ende. Oha, der Fußdrucker meldet sich. Da kommt was, Partner. Moment, schon da. Schauen wir mal. Aha, Interpol meldet Diebstahl eines US-Datenpolsters. Erste Spuren führen nach Wien. Check das mal bitte. Vielen Dank. Das ist immer so klemmen muss. Naja. Okay. Mal die Verbindung aufbauen. Es sieht aus, als ob wir wirklich ein Problem hätten. Achtung, Partner. Das wird knallhart. Wirklich toll, diese Schleuse. Spart Zeit und Mühe. Aber sag mal, mein lieber Freund, weißt du was über diesen Datenpolster? Naja, der Datenpolster, das war doch so ein Steuermodul für diverse Lenkwaffensysteme. Das ist ein gefährliches Ding, da müssen wir schon mal aufpassen, sonst knallt's gewaltig. Gut, hier sind wir richtig. Armando wartet sicher schon. Okay, dann bleib ich hier stehen. Du, das Auto sprengen wir dann, oder? Hast du die Zünder? Ja, ist dabei. Alles klar. Ja, einen Fuß vor den anderen. Nicht vergessen. Habe ich nicht vergessen. Ah, dort hat er sich versteckt, der alte Himmelhund. Steig ruhig drüber, diesen braunen Haufen. Dieser Armando. Immer wieder gut für Überraschungen. Ja, so bin ich nun mal. Hallo, Jack. Hallo. Geht's dir gut? Ja. Apfel? Was selbst gemacht? Schaut wirklich gut aus. Ist doch gut. Und dieser Mann dort hinten, ist das dein Partner? Okay, dann gehen wir mal hin. Ja, lass mich dir mal vorstellen. Das ist mein Partner. Das ist Armando. Hallo. Hallo, Jack Jackson. Also, wir müssen bald einmal loszischen, meine Freunde. Ja, der Flieger steht dort hinten, aber wir müssen uns beeilen. Danke. Ist wenig Zeit. Komm, lass uns beeilen. Toller Flieger. Selbst gebaut? Ja, ein jeder hat sein Steckenpferd. Und diese Knöpfe hier? Darf ich mal ausprobieren? Nein, auf keinen Fall. Wir schmieren es sonst ab. Und der Hebel? Geht sich nach hinten an die Bar. Lass mich Pilot sein. Okay.